Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play The Witcher, wo ich mich gerade dazu entschlossen habe, wenn wir eh gerade hier im Norden der Region unterwegs sind, dass wir dann hier noch ein paar Fragezeichen abarbeiten. Und wo ich einmal mehr zu der Erkenntnis gekommen bin, dass es eine scheiß Idee ist, kohlensäurehaltige Getränke zu trinken, unmittelbar bevor man irgendwas aufnimmt. Ich habe die ganze Zeit das Bedürfnis aufzustoßen, das ist nicht gut. Das ist nicht angenehm. Okay, das sind alles Ertrunkene. Das kann man schaffen. Sind Ertrunkene eigentlich humanoide Gegner, die man kontern kann? Wäre mal interessant, das auszuprobieren. Ob ich da irgendwas blocken kann. Nein, geht nicht. Okay. Warum lässt sich jeder denn auch so schaffen? Das ist ja furchtbar. Oh Gott, was ist denn da auf der Karte noch los? Alles kommt auf mich zu. Na, ja, bis auf den, der rennt eher von mir weg hier. Wobei ich ehrlich gesagt nicht verstehe, wie ich den eben nicht treffen konnte. Das Schwert ist ja durch seinen Körper durchgegangen. Also das waren vielleicht die Invincibility Frames, die man in Dark Souls zum Beispiel auch hat, während man ausweicht. Da macht man mal 2-3 Stunden Pause und schon ist man aus dem Kampfsystem wieder komplett raus. Das ist ja schon peinlich hier. Man sollte doch meinen, nachdem ich jetzt 22 Folgen mehr oder weniger am Stück hier aufgenommen habe, dass ich mal anfangen würde zu lernen, wie dieses Spiel funktioniert. Aber so ganz verstanden habe ich das anscheinend immer noch nicht. Okay, ein blutbefleckter Schlüssel. Da gucken wir nochmal. Es ist mir gelungen, die Blutung zu stoppen. Ich muss nachdenken. Ich könnte Hilfe suchen. Da muss ein Dorf in der Nähe sein. Ich kann Hundegebell hören. Aber die Leute würden meine Uniform erkennen. Sie würden fragen, was ich im Sumpf mache. Sie würden es rausfinden. Sie würden alles an sich nehmen und mich vielleicht töten. Wir sind hier schließlich in Vele. Ich habe viel Blut verloren. Vielleicht zu viel. Wenn die Wunde morgen früh noch sauber ist, kann ich es schaffen. Ich breche bei Tagesanbruch auf. Vielleicht greifen die Ertrunkenen dann nicht an. Ich vergrabe den Schatz und gehe nach Novigrad. Dort sollte ich jemanden finden, der mich wieder zusammenfliegen kann. Jemanden, der keine Fragen stellt. Dem es egal ist, ob man ein Deserteur ist. Mir bleibt nur noch zu beten, dass niemand meine Spuren findet. Dass niemand der Blutspur folgt und den Schatz findet. Aber hier kommt keiner durch. Ich hoffe es. Alles wird gut. Ich möchte jetzt bitte der Blutspur folgen. Und den Schatz finden. Und mir nur ein bisschen Sorgen, gegen was ich dafür eventuell noch antreten muss, ja? Ich meine, irgendwas bewegt sich da vorne noch. Und es wirkt ein bisschen größer und bedrohlicher als das, was wir hier jetzt normalerweise bekämpft haben. Ach, da ist der Schatz.
Ja, gucke, schau. Kopfjäger. Ein Reliktenschwert. Dann zeig mal her. Stahlwaffe für Stufe 7. Jo. Auf die können wir gerne umsteigen. Das ist mal ein Upgrade, was sich lohnt. Können wir das Ding gleich einmal reparieren. Und dann packen wir da gleich wieder... Dingens drauf hier. Chance auf Betäuben ist doch eine geile Idee, oder? Was hat man denn hier drauf? Gut, hier hatten wir eine Chance auf Verbrennen. Die haben wir mit dem dann natürlich nicht mehr. Aber wenn wir hier eine Bonuschance auf Betäuben draufknallen. So, Betäuben ist ja gegen menschliche Gegner sowieso ziemlich geil. Finde ich zumindest. So, im Journal erstmal hier wieder die Schatzsuche aktivieren. Ich bin echt am Überlegen, also diese paar Fragezeichen hier in der Region, die möchte ich jetzt abarbeiten, weil wir sind hier gerade. Ich will den Ponta nicht überqueren. Ja, ich mache nur das auf dem Ponta und auf dieser Seite des Ponta. Alles hier nördlich zähle ich zur Region Novigrad und das sind Sachen, die machen wir, wenn wir in Velen fertig sind. Aber so Sachen wie hier, die Hindwacht, das könnten wir in Angriff nehmen. Da ist Maulbeertal, da müssen wir auch noch hin. Da haben wir jetzt einen Schmied. Den müssen wir besuchen. Ach, so viele Sachen, die wir noch zu tun haben auch hier. Oder zum Beispiel, na gut, hier die Inseln, das können wir machen, wenn wir den Ponta dann überqueren, ne? Aber nach Maulbeertal müssen wir noch, oder hier hinten, ne, da ist ja noch ein versteckter Schatz. Und da ist noch ein bewachter Schatz, das sind ja Level 14, ein Basilisk und ein Vivan, das sind dann auch gleich nochmal neue Codex-Einträge. Das sind alles Sachen, das können wir so nach und nach abarbeiten. Oh, dann geht es zwar storytechnisch erstmal wieder 2-3 Folgen nicht wirklich weiter. Aber das heißt ja nicht, dass wir keinen Content bieten hier, ne? Und machen tun was sowieso, dann können wir es auch jetzt machen. Weil wir haben jetzt in der letzten Zeit erstmal wieder relativ viel Story gehabt. Wir hatten die ganze Kira-Metz-Geschichte. Und noch diverse Nebenquests, die wir danach dann noch gemacht haben. Also jetzt ist eigentlich die Zeit, sowas mal wieder abzuarbeiten. Zumal wir jetzt halt auch im Level hoch genug sind. Apropos im Level hoch genug sind. Welchen Level hatten das Vieh? Das Vieh hat ein Totenkopf-Level. Da sind wir im Level definitiv nicht hoch genug hier. Da gehe ich mal ganz schnell auf ganz viel Abstand. Und markiere mir das auf der Karte, weil den Totenkopf, den werden wir später machen müssen. Gut, aber dann können wir da oben direkt weitermachen. Also Totenkopf-Geschichten sind eine Sache. Totenkopf, ich habe mir jetzt gemerkt, alles, was ich mit Totenkopf markiere, ist Level 20 oder höher. Das sind also Sachen, wo wir in absehbarer Zeit nicht nachgucken müssen. Und alles darunter, also bis Level 15, fast Level 16, ist ja im Rahmen unserer Fähigkeiten. Und das ist ja im Prinzip alles, was wir bisher so entdeckt haben, außer diesen 2-3 Sachen, die ich entsprechend markiert habe. Wo renne ich denn hin? Ach Scheiße, ich hab's schon wieder getan. So, ist es jetzt gelöscht? Ja. Ich weiß jetzt nämlich, wie ich diesen Glitch das eine Mal ausgelöst habe. So. Und man war halt auch wirklich nur diese mehr als 10 Level von uns entfernte Dinger
entsprechend markieren, dann gehen uns auch die Markierungen nicht aus. Hatten wir ja das eine Mal auch schon. Ich habe im Großen und Ganzen habe ich einfach ein Riesenproblem. Ich kann mich nicht von diesem Spiel losreißen. Ich müsste theoretisch noch andere Sachen aufnehmen. Ich müsste Dead Space aufnehmen, ich müsste Batman aufnehmen. Und jede freie Minute, die ich Zeit habe, starte ich The Witcher aufs Neue. Das ist schlimm. Das morgen muss ich dann echt mal was anderes machen, sonst muss ich wieder arbeiten und habe nicht entsprechend vorbereitet. Das ist das Gute am Nachtdienst. Ich arbeite ja als Dauernachtwache, das heißt, ich muss immer eine Woche Nachtdienst, da schaffe ich so gut wie gar nichts. Ja, wenn ich mich ganz zusammenreiße, dann wenn ich morgens nach Hause komme, schaffe ich vielleicht noch ein oder zwei Folgen von irgendwas aufzunehmen, aber eher selten, weil meistens kann ich mich dann kaum noch konzentrieren. Aber dann habe ich auch immer eine Woche frei und in der Zeit schaffe ich immer relativ viel. Zumindest wenn ich mir in den Hintern trete und das tatsächlich auch forciere. Okay, Level 18. Die ist theoretisch zu stark für mich. Praktisch schaffe ich es vielleicht, mich an den Schatz ranzuschleichen. Und mir den zu holen, ohne sie zu bekämpfen. Ich habe immer gesagt, dass Muski was auf dem Kasten hat. Er versteht mehr Wörter als so mancher Mensch. Er kann alle möglichen Tricks. Sitzen, rollen. Und wenn man ihm einen Speckstreifen gibt, schüttelt er einem sogar die Hand. Aber heute hat er sich selbst übertroffen. Muski kam vom Feld angerannt und hatte etwas im Maul. Ich dachte zuerst, es wäre ein Hase, mit dem wir einen leckeren Eintopf kochen und dessen Fell wir verkaufen könnten. Aber es war kein Hase, sondern ein Sack. Er war blutgetränkt. Kein Wunder also, dass Muski ihn aufgestöbert hat. Ich schaute hinein und darin fand ich einen Schlüssel. Er war klein und voller Gravuren und Verzierungen. Er sah aus, als würde er zu einer Truhe oder einem Kästchen passen. Ich dachte mir, vielleicht liegt hier irgendwo ein Schatz versteckt, zu dem dieser Schlüssel gehört. Ich werde losgehen und mich einmal umsehen. Und wenn ich ihn finde, das schwöre ich bei Melitele, kriegt Muski bis zum Ende seiner Tage bestes Kalbfleisch zu fressen. Nur das Blut auf dem Sack bereitet mir etwas Sorgen. Aber ich nehme einen dicken Knüppel mit, damit ich allem, was auf den Büsch kommt, eins überbraten kann. Ich sage immer, man lebt nur einmal. Also sollte man hier und da ein Risiko eingehen. Schlachtfeldbeute. Das ist doch noch eine Schatzsuche, ne? Level 20 Schatzsuche. Wahrscheinlich hier in dem Gebiet, wo wir gerade sind. Ja. Gut, dann haben wir ja einen Grund, hier später nochmal wiederzukommen. Dann muss ich das ja jetzt hier nicht forcieren. Dann kann ich ja wieder auf die Greifenausrüstung gehen und wir machen uns vom Acker. Passt mir eigentlich ganz gut, weil diese Sumpfschrulle, die haben wir auch noch nicht in unserem Kodex. Aber mit Level 18 Sumpfschrullen möchte ich mich gerade noch nicht anlegen. Wenn es jetzt ein Level 18 Soldat gäbe. Das wäre nicht das Problem. Den könnte ich ja mit Axi betäuben und könnte mir eventuell einen Instant-Kill raushauen. Haben wir ja mit den Banditen an der einen Stelle da auch gemacht. Oh, komm aus dem Sumpf raus, Geralt. Da ist was. Au. Oh.
Oh, schreckliches Mistvieh. So, da hat das mir eigentlich relativ einfach gemacht. Oder sie. Da hat sie es mir recht einfach gemacht. Da haben wir noch eine Moda aus. Aber das ist anscheinend auch ein Monsternest. Ich bin nur gespannt, für welches Monster. Ich speichere mal ab. Ist es ein Moderhautnest? Haben Moderhäute Nester? Fragen. Guck mal, da hinten ist noch mehr. Ein Moderhautnest. Es muss zerstört werden. Der Wind heult. Hässlicher Bastard. Hui. Ein Verschlinger. Das ist ja eine verbesserte Form des Moderhautes. Wenn ich das richtig interpretiert habe, unseren letzten Begegnung. Die explodieren auf jeden Fall auch. Und ouch, das hat richtig wehgetan. Und da oben ist noch einer. Also das hätte auch gut nach hinten losgehen können. Der ist ja ohne Vorwarnung explodiert. Ich dachte, die explodieren nur, wenn die sich so aufblähen, aber die explodieren allgemein einfach, wenn sie sterben. Das ist auch gut zu wissen. Wir haben schon wieder ein paar Zutaten aufgenommen. Haben wir irgendwas, was wir herstellen können? Alchemistische Substanzen können wir herstellen. Grünes Mutagen, das muss ich mal gucken. Jetzt muss ich mal gucken. Ja. Komm, raus damit. Dann haben wir jetzt nämlich drei grüne Mutagene und können daraus natürlich ein großes grünes Mutagen machen. Das ist ja noch um einiges stärker, wenn wir das da jetzt einbinden. Also es sind nochmal 100 Lebenspunkte mehr. Das macht jetzt nicht den Riesenunterschied, wenn man mehrere tausend hat, aber das wird sich über kurz oder lang wahrscheinlich schon bemerkbar machen. Ich könnte meine Zeichenintensität noch weiter steigern und meine Ausdauerregeneration erhöhen, ne? Indem ich den hier wieder rausnehme und den da noch hinsetze. Haben wir nämlich Zeichenintensität plus 30% und haben hier auch nochmal einen Ausdauerregenerationsbonus im Kampf. Das bedeutet, dass wir unsere Zeichen öfter benutzen können. Und das ist ja eine gute Sache. Wir benutzen ja relativ viele Zeichen im Kampf. So, das war das Monsternest hier oben. Ach, guck mal, es geht mit dem nächsten Monsternest weiter. Mit ein paar Endriagen und Harpien. Machen wir mal was Neues. Gegen sowas haben wir lange nicht gekämpft. Vom Level her kommt sie auch in etwa hin, ne? Das ist ja ziemlich genau unser Level, wo wir jetzt hin unterwegs sind. Da oben ist die Ruine. Werden wir jetzt mal so ein paar Altlasten los. Finde ich an sich von der grundlegenden Idee her gar nicht verkehrt. Ja, ist jetzt nicht so aufregend wie komplett neue Sachen zu erforschen.
verbessertes Insektoiden-Dings. Und da können wir das gleich wieder drauf packen, weil wir haben ja die Fähigkeit, dass wir die Chance haben zu vergiften, wenn wir unsere Waffen mit Öl bestrichen haben. Und da wir das Stahlschwert eigentlich sowieso nur gegen humanoide Gegner nutzen, können wir da genauso gut permanent das Gift der Erhängten drauf haben. Macht ja dann nicht wirklich einen Unterschied. So, ich versuche mich gerade zu erinnern, welchen Level die Viecher hier hatten. Ich bin versucht zu sagen 11, 12. Also zumindest der Große, der drin war. Die Embryane Kriegerin hier. Level 11, das ist doch. Aber gleichzeitig merke ich auch, dass Level 11 Gegner mir überhaupt nichts entgegenzusetzen haben. Die gesehen, wie wir die abgefertigt haben, ohne dass sie sich in irgendeiner Kapazität wehren konnte. Ich bin nicht mal ausgewichen. Und sie hatte einfach überhaupt keine Chance. So, das Nest ist aber, meine ich, ein Harpiennest, ne? Relikt-Kavalleriestiefel, das muss ich mir mal angucken. Okay, da fehlt der Vitalitätsbonus, ne? Dafür haben wir halt viel mehr Rüstung und das auf die 180 Vitalität kommt es hoffentlich nicht so an. Zumal wir ja jetzt erst unsere Vitalität erhöht haben durch das grüne Mutagen. Hier liegt irgendwas. Enoch Mabtet Enoch. Buch ist verbrannt, nur wenige Seiten sind noch intakt. Ivis. Ives. Mevilien Vente Kelmentel. Elaine Etariel. Eb Corme, Lode Deit Esviel. Un Blatt Kemedarien. En Mine Ventegename. Un Toin F. Murien Kedis Eveg E. Eb Ilea. Der San. Lamfeine Ren, SL Elaine Etariel, Epcor entet Teviel Egwen, Un Blatt Kemedarien, Es une Evelien Ame, Keschen Tika Elm, Avean Mine Mestriskia. Ja, okay. Aber das hat er schön gesagt, ne? Ich weiß nicht, ob ich das besser hätte ausdrücken können. Gut, hat mir halt auch die zweite Hälfte gefallen. Das war ein wahrer Poet mit Worten. Okay, hier brauchen wir... Hier brauchen wir eher Art. Warum sieht er denn das fertig? Alter. Das war jetzt gerade so ein Fall von was zur Hölle macht er da? So, letzte der Harpien. Komm her. Das war ja eigentlich relativ simpel. Ach, das ist süß, da kommt ja noch einer. Wie im Todesstoß schmeißt sie sich nochmal zur Seite. Auch schön.
So, wo ist jetzt das Nest? Da die Harpien haben hier ihr Nest. Jetzt nicht mehr. Boom. Gibt zwar immer nur ein paar Erfahrungspunkte, aber es gibt Erfahrungspunkte. Und hinterher dann halt die Möglichkeit zu looten, ne? Vor allem, guck mal hier, mal noch mehr. Balstocks Brief. Mögen die Götter auf dich und meine Schwester herunterlächeln. Ich bitte dich, meine Worte sorgfältig durchzulesen, denn sie sind sehr wichtig. Sobald du dieses Schreiben in der Hand hältst, galoppiere zu diesem Hela Kramer in Maribor. Sag ihm, dass wir erstklassige Ausrüstung und Schemas für Hexerschwerter zu verkaufen haben. Ja, ich kann sehen, wie du dich am Kopf kratzt oder vielmehr am Arsch und dich fragst, hab ich richtig gehört? Ja, hast du. Ich hatte das Glück, mich um einen Hexer zu kümmern, der mit einem Fuß bereits im Grab stand und mit dem anderen schon fast drin ist. Ich saß da und beobachtete, wie der arme Mann heftige Qualen erlitt und dachte mir, diese Ausrüstung und diese Papiere braucht er dort nicht mehr, wohin er geht. Aber für uns wären sie der Anfang in der Geschäftswelt, wenn wir sie für den richtigen Preis verkaufen. Ja, ich weiß, dass du dir Sorgen machst, also hör sofort wieder damit auf. Ich habe nicht alles genommen, deshalb wird niemand merken, dass überhaupt etwas von seinen Sachen fehlt. Trotzdem schade, denn dieser Hexer war ein guter Mann. Erst half er dem Baronet, das Rätsel um diesen Leuchtturm zu lösen, der die Schiffe in den Felsen zerschellen ließ. Dann tötete er den Drachen, der die vielen Bauern verschlungen hat. Das Problem war nur, dass ein Drache kein Zuckerschlecken ist und unser mutiger Held ziemlich viel einstecken musste. Er ist erledigt, das steht fest. Und sobald er in der Gruft in den Buckelhügeln begraben ist, komme ich direkt zu euch. Da stellt sich nur die Frage, wie sie ihn überhaupt in der Gruft begraben wollen. Denn dort soll sich ein Vampir häuslich eingerichtet haben. PS: Ich habe den Hexer auch um ein paar Fläschchen erleichtert. Aber da sie die Reise sicherlich nicht überleben werden, trinke ich sie lieber selbst. Bin schon sehr gespannt, wie der Hexerfusel schmeckt. Vielleicht ließe sich damit ja auch ein Geschäft aufziehen. Dein Schwager. A. Balstock. Kompletter Vollidiot, der für normale Menschen giftige Hexertränke gekippt hat und diesen Ort deswegen nicht mehr verlassen hat. Aussage von Hexer Georg. Ah, auch sehr interessant. Hexer Georg, das ist der berühmteste Hexer von allen, der Drachentöter, ne? Ich, der Unterzeichner Georg von Kagen, Hexer von Beruf, sage Folgendes aus. Während meiner Reise durch Velen wurde ich aufgefordert, eine Aussage als Experte in der Angelegenheit des Angeklagten Bartoslav von Luffeld zu machen. Diesem Bartoslav wird vorgeworfen, mehrere Schiffsbrüche in der Nähe des Leuchtturms verursacht zu haben, der in seinem Zuständigkeitsbereich liegt. Schiffe wurden durch falsche Signale von diesem Leuchtturm wiederholt gegen die Felsen an der Küste geworfen und der Leuchtturmwärter wird für diese Vorfälle verantwortlich gemacht. Während des Prozesses sagte Bartoslav aus, dass er seine Pflicht gewissenhaft erfüllt habe und dass die Unfälle von Nachterscheinungen verursacht worden seien, die Seeleute mit ihrem falschen Schein in die Irre leiteten. Nachdem ich die Gegend untersucht habe, kann ich bezeugen, dass ich keine Spuren von Nachterscheinungen gefunden habe. Auch gibt es keinerlei Anzeichen für Mittagserscheinungen, Blender, Irrnymphen oder andere Erscheinungen, die müde Reisende gerne auf den falschen Weg bringen, sei es zu Fuß, zur See oder zu Pferde. Ich habe jedoch die wahre Ursache für die Katastrophen herausgefunden. Sie wurden nicht durch die Nachterscheinungen verursacht, wie der Angeklagte behauptete, und sie waren auch nicht seine Schuld. Es waren Schurken aus der Gegend, die nachts auf den Hügeln Feuer entzündeten und anschließend die Schiffe ausraubten, die an der Küste zerschellten. Der Sohn von Bartoslav hatte mich auf diese Spur gebracht, als er mir die Asche dieser irreführenden Feuer zeigte.
Meine Aussage belegt, dass der Leuchtturmwärter Bartoslav von Luffeld der ihm vorgeworfenen Verbrechen nicht schuldig ist und daher freigelassen werden sollte. Aus diesem Grund bitte ich den Gerichtsdiener darum, den Leuchtturmwärter und dessen Familie unter seinen Schutz zu stellen, da die Erkenntnisse, die ich mit Hilfe von Bartoslavs Sohn gewonnen habe, sicherlich zu Racheakten führen werden. Ich kann den Schutz der Familie nicht selbst übernehmen, da ich einen Auftrag angenommen habe, einen Drachen zu töten, der angeblich auf den Buckelhügeln lauert. Deshalb muss ich schnell dorthin zurückkehren, um die Bestie zu töten und meinen Auftrag zu erfüllen. Unterschrift: Georg von Kagen, Hexer. Protokoll: Vincenzo Stock, stellvertretender Marschall der königlichen Präfektur in Gorswelen. Aha. Finde alle Schemas der Greifenschulenausrüstung. 1 von 6. Und wir haben noch 2 auf der Karte markiert. 2 potenzielle Standorte. Ach, guck mal. Einen da, wo ich sowieso noch hin wollte. Und den anderen da, wo ich sowieso noch hin wollte. Na, das ist doch wunderbar. Dann wissen wir doch schon, was wir in der nächsten Folge in Angriff nehmen. Ich gucke nur gerade noch mal. Was mich noch ein bisschen irritiert, ist halt tatsächlich dieses Monsterlager. Ich glaube, da möchte ich mich in der nächsten Folge nochmal direkt umsehen. Vielleicht finden wir noch irgendeine Möglichkeit, das auszuschalten. Und ansonsten ziehen wir dann hier nach Westen weiter. Und nehmen diese beiden bewachten Schätze und die Lornruck-Ruine da oben dann noch in Angriff. Da ist auch noch ein Monsternest, nach dem wir dann nochmal gucken können. Und da oben weiß ich auch nicht mehr, welchen Level das Ding hat. Da müssen wir auch nochmal nachgucken. Damit ich es im Zweifelsfall dann doch nochmal entsprechend markieren kann. Da ist auch noch was. Also was ich jetzt mache, ist diese bekannten Dinger nochmal abzulaufen hier. Und alles, was über Level 15, 16 hinausgeht, entsprechend zu markieren. Damit ich weiß, dass ich da erst viel später nochmal wieder hingucke, wenn wir dann selber Level 15, Level 16 sind, mindestens, und nicht vorher. Aber dazu muss ich da halt nochmal hin, also entschuldigt bitte, dass das so die nächsten Sachen sind, mit denen wir uns hier beschäftigen werden. Ich hoffe, das ist für euch okay und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Okay, hier drin kann ich nicht laufen. Auch gut zu wissen. Das war auf jeden Fall der Witcher für heute. Ciao, bis dann. Ich freue mich auf euch.